Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie, und zwar das Lied Binks Sake haben die Leute des D-Clans geschrieben. Und sie waren die ersten Piraten und Bewohner des antiken Königreichs. Schauen wir uns mal das Lied Strophe für Strophe genauer an. Yo ho ho ho, 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 yo ho ho ho. Möglicherweise war dies Joybos Lache, aber naja, das ist nun mal eine reine Spekulation. Kommen wir nun zur Strophe 1. Ich mache mich auf, Binks seinen Alkohol zu bringen. Vertraue mich dem Gefühl der Meeresbrise und den Wellen an. Auch jenseits der Gezeiten tobt die Abendsonne, das Lied der Vögel, die im Himmel einen Kreis ziehen. Im Original heißt es, man will Binks seinen Sake bringen. Mit jemandem Sake zu teilen heißt in Japan, mit demjenigen Frieden zu schließen bzw. einen Pakt einzugehen. Doch wer ist Bink? Heißt ihm Musama vielleicht Bink und man möchte mit ihm Frieden schließen, um den damaligen Krieg vollends zu beenden? Wer weiß. Aber Bink war auch ein Charakter in einem großen Fantasy-Novel namens Xand. Dieser hatte das magische Talent, dass er gegen Schaden jeglicher Magie immun ist. Das könnte man nun auf Ruffy übertragen, denn so oft wie von seinem Glück oder Schicksal geredet wird, weil er Situationen überlebt, die man nicht überleben sollte, könnte man bei Ruffy von so einer Fähigkeit sprechen. Ruffy aß zum Beispiel einen Apfel von Doc Hugh, starb nicht, wurde von Magellan vergiftet, starb nicht, kam als Rookie in den Marineford-Krieg und überlebte. Kämpfte gegen einen deutlich stärkeren Ene, doch zufälligerweise hat er die einzige Kraft, die gegen Enes Kraft immun ist. Dann wird von einer Schifffahrt gesprochen und es kommt mal wieder das Wort Dawn vor, als im Englischen, welches wir in One Piece nun schon öfters gehört haben. Doch Todlaut überall, darum die kreisenden Vögel. Nächste Strophe? Auf Wiedersehen dem Hafen und der seidenen Heimat. Mit einem Don singen wir alle zusammen das Lied des abgelegenen Schiffes. Und auch die glitzernden Wellen werden zu einer Vielzahl von Spritzern und so machen wir uns auf bis ans Ende der See. Man musste das antike Königreich aufgeben, da dieses zerstört wurde. Das Don kann man nicht direkt übersetzen, aber der Schiffsbauer Tom benutzte dies in dem Kontext, dass man nichts bereuen darf. Sie wollten den Frieden und fuhren deshalb bis ans Ende der Grand Line. Wir machen uns auf, Binks seinen Alkohol zu bringen. Wir Piraten, wir durchstreifen die Meere. Die Wellen sind unser Kissen und das Schiff unser Schlafverlag. Und auf unseren Segeln und Flaggen, die im Winde wehen, prangt ein Totenkopf. Hier betiteln sie sich offiziell das erste Mal als Piraten. Der das Lied schrieb, könnte also gut der erste Pirat gewesen sein. Und das Ganze mit einer Totenkopfflagge. Im unzählige tausend Meilen weiten Himmel, da kommt ein Sturm. Die Wellen tanzen und es ertönt ein Paukenschlag. Wer der Furcht erliegt, noch bevor der Wind zu wehen aufhört, wird den morgigen Sonnenaufgang nicht erleben, meinst du nicht? Hier könnte man von den Himmelsinseln sprechen, aber interessant dabei ist der Sturm. Denn schon öfters in One Piece kam dieser nun vor, dass die Days einen Sturm bringen würden. Die Reise ist gefährlich und kann zum Tode führen und hier haben wir wieder den Dawn. Dann kommt wieder yo ho ho, yo ho ho, das ganze viermal. Wir machen uns auf, Binks seinen Alkohol zu bringen. Egal ob heute oder morgen, wir werden nachts träumen. Im Schatten unserer winkenden Hände, wir werden uns nicht mehr treffen können. Doch gräme dich nicht, denn auch morgen gibt es wieder eine mondhelle Nacht. Die Days werden ausgelöscht, eine nach dem anderen. Doch man soll die Hoffnung nicht verlieren. Wir machen uns auf, Binks seinen Alkohol zu bringen. Mit einem Don singen wir alle zusammen das Lied der weiten See. Ganz egal wer, irgendwann ist ein jeden nur mehr Knochen. Unsere nie endende, ganz allgemeine, komische Geschichte. Hier wird vom Tod gesprochen, doch dieser wird eher verhöhnt. Und wer lacht dem Tod ins Gesicht? Die Days, denn alle sterben sie mit einem Lächeln im Gesicht. Ein weiterer Punkt, dass es sich hierbei um ein wichtiges Lied handeln könnte, ist in Kapitel 486 sagte Robin, dass sie das Lied schon mal gehört hat. Da sie sich aber nicht mehr richtig erinnern kann, können wir davon ausgehen, dass es schon lange her ist. Vielleicht noch in ihrer Kindheit auf Ohara. Vielleicht sangen es ja die Leute auf Ohara, weil sie es auf einem Poneglyph lasen.
Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Klick auf den Abo-Button, einen kleinen Klick auf die Glocke und natürlich den dicken, dicken Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Shut your mouth.